In diesem Video möchte ich euch etwas über Schwarz-Weiß und die Zwischentöne erzählen. Ich habe ein Videotutorial dazu gemacht und habe mich mit der Dunkelheit im Bild auseinandergesetzt, mit den Zwischentönen auseinandergesetzt. Ich habe überlegt, ob Weiß auch wirklich immer rein sein muss. Und ich habe auch Strukturen benutzt, überlegt, ob die Strukturen vielleicht auch hilfreich sein können, ob Braun immer schmutzig ist, muss es nicht sein, oder ob Grau vielleicht langweilig ist. Ich habe viele verschiedene Grüntöne benutzt und auch in Makroaufnahmen in dem Video euch einiges gezeigt. Hier könnt ihr mal eine der Makroaufnahmen sehen und in dem Videotutorial könnt ihr auch mir permanent über die Schulter schauen. Ich mache mir hier im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig und arbeite in dem Fall hier mit Wachs und Pigmenten. Die Pigmente habe ich hier in Wachs eingebunden und bearbeite so das Bild, im Prinzip den Firnis und gleichzeitig auch die Farbe im Bild. Das alles zeige ich euch ganz, ganz genau in meinen Tutorials. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Interesse an den Tutorials habt. Die sind selbst zum Downloaden, sodass ihr sie immer wieder anschauen könnt und immer wieder mal so wie hier ganz, ganz nah an meine Arbeit kommt und sieht, wie es am Ende zum Beispiel solche Bilder entstehen, die ich euch selbstverständlich Step by Step auch zeige, wie das geht. Am Ende jedes meines Tutorials gibt es natürlich ein fertiges Bild und zu jedem Tutorial gibt es auch Materialliste, sodass du sehr, sehr genau nachvollziehen kannst, was ich benutzt habe, mit welchen Materialien ich gearbeitet habe. Und so ist es natürlich auch möglich, solche Bilder nachzumachen. Ich benutze dieses Wort nachmachen, obwohl ich eigentlich glaube, dass jede für sich wunderbare Bilder machen kann und wunderbare Strukturen machen kann und in jedem Bild ist eure eigene Seele drin. Hier seht ihr mal, wie ich eine Struktur, die schon vorhanden war und auch teilweise Farbe, die vorhanden war, wieder abkratze. Das Prozess des Loslassens gehört für mich immer dazu. Und es ist auch wichtig, dass man auch lernt, loszulassen in der Kunst. In meinen Videotutorials erkläre ich auch mal, mit welchen Materialien ich gearbeitet habe. Hier zum Beispiel habe ich mit Collage gearbeitet. Die Collage ist schon in das Bild eingebunden und auch teilweise natürlich integriert. Ich versuche immer, die Struktur oder auch in dem Fall die Collage so zu integrieren, dass sie nicht einfach aufgesetzt aussieht, sondern wunderbar in die Komposition des Bildes integriert. Und auch das erlebst du in meinem Videotutorial und kannst du mir ganz, ganz genau über die Schulter schauen, also wie ich die Struktur einklebe, wie ich mit der Struktur weiterarbeite und wie ich eben solche Bilder Step by Step gestalte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mal einen kleinen Einblick geben in meine Arbeiten, in den Videotutorials und ich freue mich, wenn ich euer Interesse geweckt habe. Es gibt immer wieder sehr schöne, sehr interessante Tutorials, die ich mal veröffentliche und natürlich mein Inner Circle bekommt es sofort mit Newsletter, wenn du dich eintragen möchtest und wissen möchtest, wie du solche Bilder entstehen lassen kannst, würde ich mich dann freuen, dich auch in meinen Newsletter begrüßen zu können. Ich lasse euch hier mal in meiner Beschreibung die Adresse dafür und es wäre schön, dass wir uns mal online oder auch irgendwo vielleicht persönlich treffen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, dass du mein Video geschaut hast.